Hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hüpfenden Flo, der Hüpfende Flo on the Road, im herzallerliebsten Freiburg im Breisgau, wo die Sonne scheint, das Wetter lacht und gute Stimmung ist. Und ich sitze hier im Wohnzimmer von Peter Gerz, der Ukulelen baut. Aber bevor er davon berichtet, möchte ich von dir, lieber Peter, erstmal wissen, wie du zur Ukulele gekommen bist. Sag mir nicht, du hast die irgendwo im Urlaub irgendwie. Hallo Andi. Hallo. Willkommen in Freiburg. Wie bin ich zur Ukulele gekommen? Das war im Jahr 2010 oder 11 auf Fidschi. Da waren wir im Urlaub tatsächlich. Du hast richtig geraten. Aha, ja. Da habt ihr eine gute Intuition. Genau, und wir wurden damals wieder mit dem Boot auf eine Insel gefahren und wurden damit so Kanus an Land verfrachtet. Und zur Begrüßung stand das ganze Hotelpersonal vor uns und hat Ukulele gespielt. Ja. Und ich war damals ein bisschen in der gestressteren Lebenssituation, weil ich meine Doktorarbeit aufhören wollte oder nicht. Und dann kam so eigentlich runter. Doktorarbeit geschrieben? Welches Thema? Structural Controls on Gold Mineralization in the Hauraki Gold Fields. Ah ja, okay, krass. Ja. Also ich bin Geologe von Haus aus. Ich habe jetzt hier ein bisschen nach Banking angehört, nach Finanzen so ein bisschen. Nee. Das hatte mit Goldlagerstätten zu tun, wie sie entstanden sind. Ich habe gedacht, Möglichkeiten. Nee, genau, die haben halt immer Ukulele gespielt, es war halt so Südsee-Atmosphäre. Und das, ja. Du kommst dann halt, ich habe gemerkt, du kommst dann von in relativ kurzer Zeit von richtig schlecht gelaunt in richtig gut gelaunt. Mhm. Dann bin ich immer zurückgekommen nach Neuseeland war das damals und habe ich mir sofort eine Ukulele gekauft. Einen schönen kleinen Musikladen, den du, glaube ich, kennst. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es im Rockshop war. Doch! Nein. Da habe ich mal ganz kurz gearbeitet. Nein! Ja. Da hatten die aber noch gar keine, hatten die da Ukulelen schon im Sortiment, so 2005? Du, die hat 75 Neuseeland-Dollar gekostet, das sind irgendwie 35 Euro. Das ist richtig gut gewesen. Ja. Das ist heute noch gut. Ja. Aber dann hatte ich ja eigentlich im Urlaub oder dein erster Kontakt mit der Ukulele, da hatte ich ja volle Breitseite mit der sehr positiven Ausstrahlung von der Ukulele erwischt. Ne? Ja. Dass ja eigentlich Ukulele spielen oder die Beschäftigung mit der Ukulele ja auch irgendwo diese Entspannungstherapie ist, sag ich. Total. Ja, ne? Genau. Der Punkt ist der, du kannst auf einer Ukulele keine Mollstücke spielen, finde ich. Kannst du schon, du kannst Moll Akkorde spielen, aber es klingt halt immer noch fröhlich und das hat wahrscheinlich auch mit diesem High-G-Entry, Re-Entry oder wie das Re-Entrant. Re-Entrant Tuning, genau, vielen Dank. Das hat ja so ein bisschen was von einem Banjo auch und ich liebe halt auch Banjo. Das, eigentlich war der Plan immer Banjo zu spielen, das war aber immer zu groß und zu lang und dann habe ich gedacht, Ukulele ist vielleicht ein Übergang auch Richtung Banjo. Klar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja vor Ewigkeiten mal in einem Musikhaus gearbeitet, da haben wir nach Dozenten gesucht, die Ukulele-Workshops machen können. Und da habe ich auch irgendwie so ein bisschen, weil es gab da einfach zu der Zeit noch nicht so viele, und habe dann geguckt, wer spielt ein Banjo? Hm. Weil ich mir dann gedacht habe, so vielleicht, und tatsächlich ist es so, es gab so ein, zwei Banjo-Spieler in Deutschland, die das relativ professionell gemacht haben. Und die habe ich angerufen, die haben auch gesagt, ja, Ukulele, freilich, mache ich da auch. Ne? Genau. Nee, ist gerade im Kommen. Und ich habe ja auch hier in Freiburg mal nach Banjo-Lehrern geschaut und gibt keine. Und dann hat Gott sei Dank auch die Ukulele reingegrätscht und seitdem bin ich bei der Ukulele. Ja. Super cool. Ja, und jetzt ist es so, dass du nicht nur Ukulele spielst, sondern dass du eben auch deine eigenen Instrumente baust. Mhm. Und ich für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ich bin quasi hier umringt von ein paar Modellen und ich glaube, ich bringe dann auch der geneigten Hörerschaft dann auch etwas zu Gehör, damit man gleich mal sich einen Eindruck machen kann, wie die Dinger klingen. Ich finde es super spannend und ich möchte von dir jetzt halt eigentlich mal erfahren, wie das Ganze angefangen hat. Die Idee, wie du auf die Idee gekommen bist, dass du jetzt selber eine Ukulele baust und wieso der Prozess war, wie du deine erste Ukulele selber gebaut hast. Badewanne. Da ist dir die Idee gekommen. Genau.
Ja. Soll ich noch mehr erzählen? Wie war das genau? Nee, pass auf. Die Geschichte ist die, ich bin großer Fan von den alten 20er, 30er Jahre Martin-Ukulelen. Ja. Und habe ja mal mit dem Gedanken gespielt, mir auch eine zu holen, aber du weißt selber, die Preise für die sind ziemlich hoch, gerade in Deutschland. Mhm. Ja, und du kriegst eigentlich auch fast keine mehr. Ja, vor allem, wenn du dann willst du auch irgendwo hin, wo du auch mal 5, 6, 7 Stück ausprobieren genau. willst. Halt. Genau, das ist genau der Punkt. Du kriegst manchmal eine online, vielleicht auch für einen okay Preis, aber diese Martin 5K, dieses Spitzenmodell von damals, die halt knackhübsch ist, die kostet halt schon weit über 10.000. Mhm. Ja. Und da habe ich, wie gesagt, ausgiebig gebadet und dann kam mir diese glorreiche Idee, dass letztendlich eine Ukulele, ja, also in voller Vermessenheit, ja, eigentlich auch noch Holz zusammengeleimt ist. Ja, ist ja auch so. Das ist ja interessant, eigentlich eine, sagen wir mal, eine naive Herangehensweise, die ja sozusagen. Total. Ja, aber ich glaube, das Interessante finde ich dabei ist, dass oftmals probiert man Sachen nicht aus, weil man sich zu sehr reinverkopft. Weil man sich dann denkt, das müsste man beachten und das und dann ist das alles so kompliziert. Genau. Deswegen finde ich das ganz interessant, wenn man einfach mal was macht so und sich davon überraschen lässt, wie das dann, was dann passiert. Was waren denn dann die ersten Probleme eigentlich, die aufgetaucht sind? Werkzeug. Vor allem zwei linke Hände. Okay. Ja. Nee, ich hab keinen handwerklichen Hintergrund. Das heißt also mit Holz, man hat, jeder hat schon mal ein Stück Holz gesägt, aber welche Säge jetzt für welche Schnittrichtung und welches Holz und so weiter, keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, ja, mindestens ein Jahr damit zugebracht, wirklich mich zu educaten, wie sagt man das, also mir das selber beizubringen. Habe dann viele YouTube-Videos geschaut und viele Foren gelesen und dann wieder geschlossen und habe mich im Grunde schlau gemacht, wie das im Grunde funktioniert, also was man da machen kann, wie das grundsätzlich abläuft, was man an Werkzeug braucht und dann angefangen und das Interesse dafür gekriegt, auch mich mit verschiedenen Hölzern zu beschäftigen. Also warum klingt jetzt ein Holz so und das andere so und wie klingen die zusammen und warum klingt es nicht so, wie ich dachte, es klang und so weiter. Ist interessant, dass man oft eine gewisse Vorstellung hat und dann die Praxis genau das Gegenteil ist. Dass man sich denkt, also das muss doch jetzt eigentlich vom Papier her, muss das doch jetzt total tief klingen und dunkel und einen richtig krassen Schuss untere Nussigkeit in den Mitten haben, wie man damals im Business immer so gesagt hat. Und dann klingt es aber ganz anders. Das ist genau der Punkt. Und das Faszinierende an dem Ganzen ist, du weißt viel, was du nicht tun solltest. Ja. Beim Instrumentenbau generell wahrscheinlich, beim Ukulelebau. Und du weißt aber nie genau, was du tun solltest, um etwas zu erreichen. Ja. Also Beispiel, du weißt, dass die Abstände der Bünde mit der Mensurlänge zu tun haben. Das ist eine mathematische Formel. Ja. Du weißt aber nicht, wie du das besser noch tunen kannst, weißt du, feintunen, dass es noch besser klingt und so weiter. Und es ist dann wirklich Trial and Error. Du musst Dinge ausprobieren. Ja. Und das, ich habe da jetzt bei mir auch angefangen, ein paar bauliche Veränderungen zu machen gegenüber den Standard-Ukulelen. Und ich bin da eigentlich ganz zufrieden damit. Und das ist, da würde wahrscheinlich jeder professionelle Gitarrenbauer sagen, das war man noch nie gemacht und so weiter. Mhm. Aber es hat funktioniert. Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden, wirklich. Ja. Und wo ist deine Werkstatt? Auf dem Dachboden. Das ist ja witzig. Ja. Wir wohnen ja, wie du gerade siehst, im vierten Stock in Freiburg in einem Altbau. Ja. Und wir haben einen Dachboden oben drüber und das war der einzige Platz, den ich hatte. Aber gut, das erklärt auch Ukulelen, weil wenn du jetzt Kontrabässe machen würdest, du müsstest es immer in den fünften Stock schleppen. Nee. Wer macht denn das? Ja, ich wurde schon mal gefragt, ob ich noch eine Konzertukulele oder Tenor bauen kann. Also ich habe einfach den Platz nicht, weil ich habe buchstäblich 2 Quadratmeter. Okay, ja. Ja. Stimmt, muss man dazu sagen, was ich natürlich jetzt hat. Um mal vorne wegzugreifen, bevor wir da wieder einsteigen, hier auf Sopran-Ukulele im Vintage-Style eigentlich spezialisiert. Ja. Und es ist dein Interesse, aber haken wir da wieder ein, oben am Dachboden. Und dann hast du die erste Ukulele da oben gebaut. Was hast du da verwendet an Hölzern? Mahagoni. Also so die Idee war wirklich aus einer Martin zu kopieren im Grunde. Ich habe dann Pläne auch gefunden dazu. Hab die digitalisiert, noch ein bisschen umgearbeitet und für mich aufgearbeitet und genau, hab dann hab mir Mahagoni gekauft im Internet, hab das beim Schreiner zusägen lassen, runtergeschliffen von Hand und ja, hab dann Schritt für Schritt mich daran getastet, wie es klingt und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war sehr zufrieden, also ohne Eigenlob stinkt, ich weiß, aber diese erste Ukulele, die ich gemacht habe, die war für mich ziemlich dicht dran oder ging auf jeden Fall, sagen wir mal, in die Richtung auch an Martin und das fand ich so schön, weil du hast irgendwie ein Ziel vor Augen und gibst alles irgendwie dahin zu kommen und dann klappt es noch einigermaßen. Und ich bin weit weg von einer
20er Jahre Martin-Ukulele, aber ich bezweifle mittlerweile auch, dass ich es überhaupt hinkriegen würde, weil die Dinger sind 100 Jahre alt. Mhm. Ja. Und Holz reift über die Zeit. Die Harze härten aus, die Lacke, die drauf sind, verändern sich. Sonne, UV macht einen Unterschied und so weiter. Und vielleicht ist dieser einzigartige Klang dieser alten Martins wirklich eine Funktion des Alters. Mhm. Und vielleicht, keine Ahnung, in 100 Jahren klingt meine dann vielleicht noch ein bisschen Martinesker, wer weiß. Aber okay. Naja, ich war auf jeden Fall froh, das war die erste Mahagoni. Und dann habe ich weitergemacht, habe mal mit Fichtendecke gebaut. Jetzt, bevor wir da weitergehen, wollen wir erstmal reinhören, wie die erste von dir klingt. Die allererste. Jawohl. Denn nach dem Bau dieser ersten Ukulele hast du schon gesagt, ja, warst du eigentlich ganz zufrieden, dass es gut geklappt hat, aber gab es so irgendwas, was du auf dem Zettel hast, wo du sagst, so, da muss ich das nächste Mal nochmal tiefer rein ins Thema? Zum Beispiel, was jetzt da die Hardware angeht oder die Saiten oder irgendwie das Ganze. Ja, du, da gab es viel. Ich meine, Thema Saiten ist natürlich unerschöpflich. Es gibt so viele Saitenarten, Fluorkarbon, Nylon und was nicht alles. Und du kommst aus der Nummer nicht raus, du musst sie alle durchprobieren. Ja. An der Stelle muss ich auch echt nochmal sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, das ist ja wirklich immer so ein interessantes Thema mit den Saiten, aber es ist schon so, dass es gibt nicht so viele Saitenhersteller, wie es Saitenpacker zu kaufen gibt. Ne? Und viele Saitner sind die gleichen, das sind nur unterschiedliche Labels drauf. Aber es ist tatsächlich so, es gibt Unterschiede bei den Saiten, große Unterschiede sogar. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass alle Saiten unterschiedlich sind, weil tatsächlich Firmen für andere Firmen auch Saiten herstellen. Und es gibt eigentlich nur eine Handvoll von Saitenherstellern überhaupt. Aber was interessant ist, ist eben dieser Unterschied generell jetzt mal, ohne dazu sehr in die Tiefe zu gehen, eben zwischen den Nylgut Teilen, was ja nichts anderes ist wie Nylon, nur Niltech. Oder um es mal wirklich pauschal zu halten, Nylon-Saiten und Fluorcarbon-Saiten. Das ist, glaube ich, schon was, was alle Hörerinnen und Hörer auch mal ausprobieren sollten auf ihre eigenen Ukulele. Absolut, absolut. Weil ich war wirklich überrascht. Ich habe auch am Anfang gedacht, naja, was ist Saite, was ist das schon? Aber das, also Saite macht einige 10% vom Klang des Instruments letztendlich aus. Ja. Und ist jetzt letztendlich wieder subjektiv Geschmackssache, ob du jetzt Fluorcarbon besser findet, hat er mehr Punch und ein bisschen lauter vielleicht. Mhm. Oder eher das zierlichere Wood Brown oder Nylgut Zeug. Ja, das ist eine reine Geschmackssache. Man muss es wirklich ausprobieren. Aber ich könnte auch jedem Hörer empfehlen, das wirklich auszuprobieren. Ja. Und das, wenn jemand eher, keine Ahnung, spanische Weisen spielt, dann würde ich ihm wahrscheinlich doch eher eine Fluorcarbon empfehlen. Und wenn jemand eher swingt, 20er-Jahres-Style, dann doch eher Nylgut. Aber das funktioniert auch andersrum. Weil andere Leute finden dann für Swing wieder das besser. Das muss man ausprobieren. Ja. Ja. Also ich finde es auch wirklich immer schade, wir haben hier so ein paar Seitensätze rumliegen. Jetzt haben sich die meisten Hersteller schon dazu durchgerungen, den Durchmesser anzugeben. Ja, Gott sei Dank. Ist, ne? Ja. Aber die wirklich wichtige Angabe, die fehlt leider immer, das ist nämlich der Zug. Genau. Welche Zugkraft hat welche Saite? Und letztendlich ist es das, um was es geht, weil wenn du jetzt deine Saite mit 1,5 Kilo zieht an deiner Brücke, dann versetzt die Brücke halt nicht so sehr in Spannung wie eine Saite, die mit 2 Kilo dran zieht. Echt? Und dann hast du Instrumente, da ist dann die Spannung einfach zu groß. Das überanstrengt eben die Decke. Und das ist eigentlich so, eigentlich müsste die Zugkraft immer mit draufstehen, sodass es transparenter gemacht wird. Du kannst es allerdings auch baulich beeinflussen. Das ist eine Sache, wo du vorhin schon gefragt hast, was ich gemacht habe. Mhm. Der Knick vom Hals. Ja. Der ist in der Regel ist immer bei 12 Grad. Ja. Ja. Also Neigung. Und ich habe dann lange nachgeforscht, warum eigentlich 12 Grad? Also warum 12? Warum nicht 12,5 oder 11,9? Hab viel gelesen und nach dem Motto, das macht man halt so. Das ist halt so bei der Gitarre und bei der Ukulele machen wir es genauso, das ist auch eine kleine Gitarre. Ja. Da habe ich gedacht, naja, wenn du es mal runterkochst aufs Wesentliche, wenn du jetzt, sagen wir mal, so einen horizontalen Hals hättest, wird die Saite nur labbern.
Ja. Jetzt hast du so, es gibt ja auch diese Knicklauten mit 90 Grad, die haben eine Mörderspannung drauf. Das heißt, je mehr du den Winkel erhöhst, je größer du den Winkel machst, umso mehr Spannung kriegst du drauf. Deswegen mache ich bei mir, weil ich mag das, wenn eine Seite gute Spannung hat, mache ich bei mir jetzt 15 Grad, 14 oder 15 Grad Knick. Und das hat durchaus den Effekt, dass die Seiten mehr Spannung haben. Ja. Also das heißt, der gleiche Seitensatz hat auf deiner Ukulele ein bisschen mehr Spannung. Ja. Dadurch ist das Spielgefühl beeinflusst, auch der Klang. Und du hast vorhin gesagt, ja, Swing ist Klang, auch Swingig ist vorhin gefallen. Und jetzt wollen wir mal in eine andere Ukulele von dir reinhören, die mich total geflasht und begeistert hat, weil die einfach super cool losswingt. Und das bringen wir jetzt mal zu Gehör. So, die ist auch aus Mahagoni, so wie deine erste Ukulele. Genau. Aber im Label innen drinnen steht jetzt Lilly 3. Wer ist denn Lilly? Lilly ist meine Tochter. Deine Vorgesetzte. Ja, Hausherrin. Und in deinem Strike of Genius habe ich. Mir ist kein Name eingefallen. Du musst ja irgendwas, ein Logo haben. Und das, genau. Cool. Das war dann meine Tochter Lilly und passt gut rein in der Ukulele, sind nur vier Buchstaben. Und ja, Lilly hat dann auch das Logo, ich habe sie gebeten, mal was zu malen, was da rein kann, da hat sie es gemacht, das habe ich dann digitalisiert auch. Jawohl. Und das steckt da jetzt drin als Ja. Das Logo. Ist natürlich individueller geht's halt. Ne? Und apropos individuell, ja. Du hast es auch gar nicht vor, irgendwie großartig, du willst eigentlich, also du bietest individuelle Ukulelen an. Also da ist jedes Stück ist wirklich ein individuell angefertigtes Teil. Und wo würdest du denn sagen, liegen denn die Stärken bei deinen Sopran-Ukulelen hier? Die Individualität ist natürlich eine Sache, wie du es angesprochen hast. Die andere ist die, ich kann sie anpassen an die Bedürfnisse des Spielers. Ah. Ja, es gibt ein paar Dinge, die mag ich sehr gerne. Zum Beispiel, wenn die G-Seite näher am Spieler liegt und nicht zu weit drin, dann kann man diese Swing-Triple-Strokes gut machen und so weiter. Jawohl. Das ist da eine Geschmackssache natürlich. Ja. Andere Leute haben es dann lieber zentral liegen und so weiter. Du kannst, wenn du die selber baust, für dich dein Instrument bauen, wie du es am liebsten spielst. Cool. Und wenn mal jemand jetzt eine gebaut haben möchte, der sagt, ich hätte gern, keine Ahnung, Looping in der Seite, könnte man Looping in die Seite bauen. Ja, weiß ich mal, man kann sie individuell anpassen. Ja. Gibt Leute, die sagen, ich hätte gerne eine Mensurlänge von 35 cm, diese klassische, oder 34,8, das ist, glaube ich, bei Martin plus zwei Kompensation. Ja. Ich hätte gerne diese klassische Martin-Länge, oder einer sagt, nee, ich will eine Piccolo haben, ich will einfach nur 33 oder 32 machen. Du kannst sie individuell anpassen. Ja, super cool. Plus die Hölzer natürlich auch, die kannst du auswählen. Also ich habe mittlerweile ein schönes Lager an Tonhölzern hier und wenn jemand das kann man mittlerweile mit ein bisschen Erfahrung, das ist auch interessant, kannst du wirklich den Ton auch schon bestimmen. Mhm. Also wenn du jetzt jemand eher höhenbetonte Ukulelen will, dann nimmst du eher, was in Richtung Fichte natürlich maximal geht oder dazwischen, irgendwo liegt dann Walnuss. Ja, und ich baue sehr viel mit australischen Tonhölzern, Tasmanian Tonewood. Mhm. Ja. Das ist, geht auch schon wieder in Richtung Mahagoni mittenbetont, aber hat mehr Höhen dabei und so weiter. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ich spiele eigentlich nur 20er Jahre Swing, ja, würde ich ihm Mahagoni, Vollmahagoni empfehlen. Das ist so, lehnt sich sehr an dem an, was wir jetzt als letztes gehört haben. Ne? Genau, genau. Ja, genau das. Und wenn jetzt jemand sagt, ich spiele aber auch, ich mache gern Fingerpicking. Ne? Ja. Pick ab und zu mal so Richtung spanische Armada. Dann würde ich eventuell dieses Tasmanian Blackwood zum Beispiel nehmen. Das ist eine wie eine Core-Variante. Mhm. Hat nur eine höhere Schallleitungsgeschwindigkeit wie Core. Das heißt, es geht in Richtung Fichte eher. Also eine super Decke. Mhm. Das würde ich dann empfehlen. Da hast du die Best of Both Worlds sozusagen. Also du kannst Swingy spielen, du kannst auch Fingerpicking. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt wirklich Western-Gitarre spielen, ja, dann würde ich ihm wahrscheinlich eine Fichtendecke drauf machen mit einem Ahornboden und drunter. Aber das ist bei mir auch, das ist wirklich noch Work in Progress, muss man wirklich sagen, weil ich probiere jetzt die Hölzer alle für mich selber aus. Also ich baue jetzt demnächst eine, die ist komplett aus Ahorn gebaut. Nur Ahorn.
nur Ahorn, nichts anderes. Ja. Mhm. Einfach um zu verstehen, warum klingt Ahorn, wie der Ahorn ist und warum nimmt man immer Ahorn als Boden von Geigen, Celli und so weiter. Mhm. Ja. Und wenn du das dann verinnerlicht hast, ja, dann kannst du anfangen zu kombinieren. Dann kannst du meinetwegen Tasmanian Blackwood Decke, mhm, einem Ahornkorpus oder Walnuss mit Ahorn, ja, das soll auch sehr gut sein. Mhm. Dann kannst du dann anfangen kombinieren und so, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, individuell so ein Instrument gestalten. Und das, ich glaube, das ist auch, das ist eine Sache, die kriegst du im Laden nicht. Ja, im Laden hast du eine riesen Auswahl, hunderte Ukulelen. Mhm. Kannst dann so lange durchspielen, bis dir eine gefällt. Ja. Ja. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen fortgeschritten auch bist vom Spielerischen her, dann das ist dieses Ukulele-Sammelsyndrom. Ja, am Anfang kaufst du irgendeine und dann werden sie immer teurer und immer besser. Ja. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da weißt du, was du willst. Ja, ja. Ich glaube, die vermehren sich einfach von selber. Habe ich auch schon gedacht, ja. Aber wie die Tasmanian Blackwood klingt, da hören wir jetzt natürlich auch mal rein. Jetzt, nachdem wir über deine erste Ukulele gesprochen haben, die du gebaut hast, will ich jetzt auch mal über die aktuellste sprechen. Natürlich liegen jetzt viel mehr dazwischen, als über die wir gesprochen haben. Aber was ist denn jetzt aktuell deine neueste Ukulele, die du gebaut hast? Also ich meine, ich sitze da und sehe es und erfreue mich an dem schönen Holz. Und was ist es denn genau? Genau, es ist wieder eine massive Tasmanian Blackwood Ukulele. Wie gesagt, Tasmanian Blackwood geht sehr stark in die Richtung von Koa-Holz, steht allerdings nicht wie Koa unter Naturschutz. Mhm. Und es gibt genug davon. In Tasmanien ist es der Baum eher ein Unkraut als selten. Ja. Okay, ja. Ist eine Akazienart, Acacia melanoxylon auf Deutschen. Ja. Und unterscheidet sich eigentlich nicht von Koa, wenn man, es hat nur drei Tracheen weniger. Das heißt die Klugscheißer-Variante. Ja. Also es hat ein bisschen weniger so Leitsträhle innen drin. Ist ja insomit vergleichbar. Und ich liebe das Holz, wie gesagt, weil es schöne Mitten hat und schöne Höhen auch. Geht in die Richtung. Und genau, das ist massiv. Tasmanian Blackwood. Ich habe da einen sehr guten Laden auch in Tasmanien. Das Tasmanian Acoustic Tonwoods heißt er, kann ich ruhig mal sagen. Mhm. Ganz netter Mann, der wirklich als Hobby angefangen hat, ist dann zum Beispiel seinen Beruf gemacht, hat Tonholz zu verkaufen, der ihn sehr gut berät, also ganz tolles Holz. Genau, ansonsten hat die Ukulele einen Mahagoni-Hals, ja, und ein Wenge-Griffbrett drauf. Wenge, einfach weil es optisch gut gepasst hat. Ja, ja, ich finde ja vor allem richtig cool das Finish von den ganzen Ukulelen, die du hast, weil man wirklich das Gefühl hat, also es gibt da bei anderen Herstellern gibt's auch verschiedene Kategorien. Es gibt VS, Vintage, Original, Specification. Es gibt NOS, es gibt Relic, Heavy Relic und so weiter. Ja. Und es gibt eine Serie von Fender war das. Das waren Instrumente, die sozusagen die Idee war, das sind Instrumente, die man nach 30 Jahren aus dem Schrank rausholt. Mhm. Also die keine Macken und keine Gebrauchsspuren haben, aber denen du quasi ansiehst, die sind alt. Ja. Und ich finde wirklich bei deinen Ukulelen, das, vor allem das Finish, lässt die so richtig schön Vintage-mäßig ausschauen. Also man hat wirklich das Gefühl so, das ist jetzt was, was jetzt wirklich über Generationen weitergereicht worden ist. Wie machst denn du das Finish? War keine Absicht mit dem Vintage-Look. Aber ich glaube, ich habe eine Erklärung dazu, weil ich benutze nur Shellac. Ja. Und Shellac ist die klassische Instrumentenlackierung. Ja. Das ist ein interessanter Stoff, das wird hergestellt aus dem Harz einer indischen Laus. Und das löst sich nur in Alkohol, das heißt, du löst es in 99%igem Alkohol auf, trägst es dann Schicht für Schicht auf dein Instrument oder antike Möbel auch. Ne? Ja. Trägst es auf und verdünnst die Lösung immer mehr, bis am Ende fast nur noch Alkohol ist und dadurch kriegst du diesen Effekt raus. Das hast du auch bei Antiquitäten, hat genau dieselbe Geschichte. Das heißt, jeder Ukulele hier sind mindestens 20, 30, wahrscheinlich sogar noch mehr Lagenschichten an Shellac drauf. Und obwohl da so viele Lagen drauf sind, ist es immer noch sehr dünn. Ja, es gibt, du kennst diese Ukulelen, die mit irgendwelchem Acryl eingeschmiert sind. Ja. Mhm. Viele von denen verlieren einfach ihre
Schönheit und ihren Ton, weil die einfach zugepflastert wurden mit so einer dicken Schicht. Und, da habe ich endlos Diskussionen schon geführt, inwieweit das Lackfinish auf den Ton einen Unterschied macht. Da habe ich wirklich schon haarsträubendste Meinungen gehört. Das kann ich dir beantworten. Und ich konnte wirklich jeden davon überzeugen. Das hat einen Einfluss auf den Klang. Ja. Das Finish hat einen Einfluss auf den Klang. Jeder, der mir das nicht glaubt, der kann mich gerne mal daheim besuchen. Es ist einfach so. Ich glaube, man kann es tatsächlich auch physikalisch begründen. Ich habe ja in meiner Zeit beim großen T mit wirklich sehr, sehr honorierten und hochdekorierten Gitarrenbauern auch zu tun gehabt. Und für das ist die einstimmige Meinung auch. Ja. Aber viele Leute glauben das immer nicht. Du, es gibt Untersuchungen, da hat man die Decke einer Gitarre genommen und dann ganz hochempfindliche Akustiksensoren angeschlossen und hat ein Stück Papier auf die Decke gelegt und immer gleich angeschlagen. Mhm. Du siehst, wenn ein Stück Papier auf dieser Decke drauf liegt, merkst du den Unterschied im Schwingungsmuster. Mhm. Das ist nicht hörbar für uns, das können wir gar nicht differenzieren. Mhm. Aber es macht schon einen Unterschied. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du schmierst einen halben Millimeter Acryl drauf, und klar macht das einen Unterschied. Ja. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und das Schöne bei diesem Shellac ist eben, wenn du es, ich habe das mal lackiert ein Stück und dann durchgeschnitten und unter dem Mikroskop angeschaut. Mhm. Es ist hauchdünn. Es ist dünner als ein Stück Papier. Das heißt, im Grunde konservierst du das Holz so gut wie es geht und kriegst trotzdem noch einen Glanzeffekt ab. Ja. Und zu deiner Frage, warum sehen die so vintage aus? Du kennst es, wenn du ein Stück Holz nimmst und du machst es nass, dann sieht es geil aus. Dann trocknet aber das wieder und dann ist es wieder weg. Und beim Shellac ist es so, wenn du, ich mache so viele Schichten drauf, bis bei der nächsten Schicht es nicht mehr besser aussieht und dann höre ich auf. Okay. Und es ist quasi der Punkt erreicht, an dem das Holz maximal schön wird. Ja. Wenn du dann noch weitergehen willst, dann würdest du in Richtung Hochglanz weiterpolieren. Kann man machen. Bin jetzt persönlich nicht so ein Fan davon, wobei die letzte, die ich gebaut habe, auch eher Hochglanz ist. Aber das muss man individuell entscheiden wieder. Ja. Lieber Peter, vielen Dank, dass ich einen Einblick hier bei dir nehmen durfte. Und du gehst jetzt wieder hoch in den Dachboden und machst weiter. Wetter ist gut, wir haben über 10 Grad. Bist du auch mal droben, wenn es kalt? Was hast du im Winter eigentlich gemacht? Ich meine, der Dachboden ist doch noch geheizt, oder? Ja, es kann dir mal ein Foto geben, wie ich in Daunenjacke da sitze und mit so einem Kerzenlicht, oder? Ja, buchstäblich. Ich habe mir sogar eine kleine Heizung gekauft, aber wenn es minus 2 Grad hat, hat es minus 2 Grad auf dem Dachboden. Ohne Isolierung, Altbau. Ja. Aus der Nummer kommst du nicht raus, es ist kalt. Okay. Aber es geht. Ja. Ja. Ich stelle mir das richtig meditativ vor. Das ist ja dann deine Bubble da oben. Das ist insofern richtig, weil ich mache viel am Computer tagsüber, jobmäßig. Okay. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass wenn du am Computer arbeitest, dann machst du ihn da irgendwann zu und aus, hat sich um dich herum nichts mehr geändert. Ja, die Welt ist immer noch genau die gleiche. Und hab dann, das kann, glaube ich, auf Dauer frustrierend sein. Also ich glaube, viele Leute, die viel am Computer arbeiten, die kriegen Burnout, weil sie einfach nichts produzieren, außer tolle Präsentationen und virtuelles Datenboost. Aber nichts, was man anfassen kann in dem Sinne, ne? Genau, und wenn du abends hochgehst, dann baust du nochmal schnell einen Teil. Ja, okay. Das ist 5 Minuten, dann hast du irgendwie was produziert. Das ist sehr, sehr, wie sagt man, befriedigend. Ja, und wenn jetzt, wenn vielleicht hört ja jemand gerade zu, der selber Bock drauf hat, ich meine, was würdest du denn, punkto Werkzeug oder so, was würdest du denn denjenigen raten oder wie ist denn das Werkzeug eigentlich zu dir gekommen? Ich würde ihm raten, einfach machen. Ja, es gibt, wie gesagt, verschiedene Videos online. YouTube ist ein guter Start, sag ich mal. Es gibt kein richtig und falsch. Man muss es einfach machen. Ja. Schauen, dass man ein Ziel vor Augen hat. Man, keine Ahnung, man will eine Martin bauen oder man will eine ganz große Ukulele bauen, wie auch immer. Und ja, dann Stück für Stück vorarbeiten. Man hat Holz, das muss man sägen. Es gibt verschiedene Sägen, muss man sich halt schlau machen, welche da ist. Ich persönlich nehme gerne diese Japan-Sägen, großer Fan. Mhm. Die sind wirklich gut, die reagieren auf Zug statt auf Druck. Mhm. Das ist aber auch nur meine Meinung, also subjektiv. Und ansonsten einfach ausprobieren, du brauchst Raspeln, Feilen. Also du brauchst einen Haufen Zeug. Ja. Und das meiste habe ich wirklich auf dem Flohmarkt gefunden. Oder buchstäblich auf der Straße. Du kennst diese Pakete, die Leute rausstellen zum Mitnehmen. Okay. In Freiburg sehr populär. Geil. Ja, und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe Korkplatten, also Untersetzer gebraucht. Ja. Ja, das Zeug, was du unter Parkett drunter legst, ja, genau. Damit es nicht so knackst. Und ich war im Baumarkt
Nummer 1 gab es nicht mehr ausverkauft, war Baumarkt Nummer 2 ausverkauft, Baumarkt Nummer 3 ausverkauft. Und dann bin ich völlig gefrustet nach Hause gelaufen, stand direkt in unserem, vor unserem Nachbarhaus so ein Stapel, also 40 Zentimeter hoher Stapel, mit Parkettkork untersetzen. Die habe ich heute noch. Ja. Und das sind so Dinge, da denke ich halt... Aber die waren geil. Zu verschenken. Zu verschenken, ja, habe ich alle mitgenommen. Ja, cool. Da denkst du, das sind so die Dinge, da denkst du, kann kein Zufall sein, ich muss jetzt weitermachen, irgendjemand... Ja. Ne? Genau. Someone is watching you. Ja, kann ich mir richtig vorstellen. Ich glaube, also vielleicht bin gespannt, wer alles auf dich schaut. Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, wie du da auf dem Dachboden sitzt und da an den Teilen rumschnitzt und dich ausprobierst und machst. Ich bin sehr beeindruckt von dem Ergebnis bisher, was dabei rausgekommen ist. Das sind richtig, richtig feine Ukulelen dabei. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen wirklich coolen Einblick. Es ist für mich als Ukulele-Fan ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, echt mal hier so eine kleine individuelle Ukulele-Welt zu entdecken, hier mitten in Freiburg. Spannende Geschichte, wirklich alles self-made, auf dem Dachboden zusammengewerkelt, und dass da sowas cool Klingendes und Geiles rauskommt, ist wirklich richtig cool. Alle, die das mal live erleben wollen, haben die Möglichkeit, dich auf dem Berliner Ukulelefest kennenzulernen. Du wirst auf jeden Fall da sein. Ja. Genau. Und für alle, die Kontakt mit dir aufnehmen wollen, schauen einfach in die Shownotes. Da ist dann ein Link, wo man dich erreichen kann. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, ich hoffe, du kommst mal mit deinen Ukulelen zu mir ins Frankenland. Absolut, und zwar schon an Ostern. Dann bis dann. Nee, ich danke dir an dir auf jeden Fall für das Interview. Macht man auch nicht alle Tage. Und ich finde es schön, dass dir die Ukulelen gefallen, weil darum geht's am Ende. Genau. Ja, die müssen schön sein, die müssen den Leuten Spaß und Freude bringen. Und genau, der Rest ist nebensächlich. Ja. Genau. Peter Gerz, wenn ihr eine neue Ukulele braucht, wisst ihr Bescheid. Moment, ich habe auch noch einen Job. Also dann, mach's gut. Tschüss.